Ich dachte, die Schar bevorzugt ihre Festen unterirdisch. Warum bauten sie einen Turm? Er war für Zeremonien gedacht. Die Vorhut beobachtete den Bau, aber hatte dringlichere Sorgen. Narren. Die Energie, die aus dem Turm strömt, lässt einen anderen Zweck vermuten. Ich glaube, sie verstärkt Schar-Magie. Es kann gut sein, dass die Schar hier ihre Immunität gegen den Einfluss der Pyramide erreicht. Ist das? Es ist Hashladun. Es kann nur sie sein. Nur sie kann für die ausströmende Energie der Festung verantwortlich sein. Nach Krotas Ableben hielt man sie für tot. Wenn sie lebt, wenn sie hier ist, dann sind die Entwürfe der Schar in der Tat riskant. Die Rituale im Turm müssen auf jeden Fall gestoppt werden. Und Hashladun darf nicht überleben. Thank you.
Siehst du es wie ich, Hüter? Ein Hass, so rein und machtvoll, wie Sonnenschein, der in die Haut einzieht. Haschladun weiß, was die Hüter getan haben. Sie sah zu, wie ihre Erblinie unterging. Einer nach dem anderen. Kota, Oryx, Omnigol. Und sie ist begierig, dieses Leid zurückzuzahlen. Sie scheut wirklich keine Anstrengungen, um ihrer Abneigung Luft zu verschaffen. Aber Rache kann wohltuend sein. Das verstehen wir genauso gut wie Sie. Das ist ein bisschen mehr als nur Abneigung. Ihnen wurden Wunden zugefügt, die nicht heilen können. Hüter, Augen auf!
Da kommt sie. Aris, es ist vorbei. Hashladun ist tot. Ich bin erleichtert, das zu hören. Aber dass Hashladun hier war, ist kein Zufall. Die Schar muss mehr mit der Pyramide vorhaben. Sie hatte eine Tafel bei sich, auf der ein Kryptoglyph beschrieben war? Ich habe noch nie von einem solchen Gegenstand gehört. Das ist genau die Information, wegen der wir hier sind. Komm zu mir zurück. Es gibt einiges zu bereden.